Ahoi, Leichtmatrosen! Willkommen zu einem neuen Games Club Spiel! Climb the Tower Version 1 von Cosmigabi! Ja! So, und da sind wir auch schon. Zum Valentinstag gibt es ein paar neue Items, zum Beispiel hier den Blumenstrauß. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute, dieses Spiel wurde auch in der Valentinstagsaktion erbaut. Das heißt, wir werden sehen, was wir mit diesem Blumenstrauß anfangen werden. Ja, das bedeutet, wir legen jetzt los und versuchen, diesen Turm zu erklettern. Zuerst schauen wir uns nochmal den Wegweiser an. Der zeigt nur nach da. Okay, sehr spannend. Und natürlich gibt es auch Valentinherzchen und Pralinchen einzusammeln jetzt. Ah, und ich falle runter. Toll, das war der erste Niedergang. Ja, schön, dass man schon mal nicht stirbt. Das bedeutet, wir haben Zeit. Dennoch wollen wir das hier natürlich möglichst konnt über die Bühne bringen und werden jetzt hier hochklettern. So. Ah, das wird wieder eins dieser Let's Plays, wo ich mich enorm konzentrieren muss, um nicht irgendwelche Dummheiten anzustellen und runterzufallen. Genau das meine ich. Fast. Drei, zwei. Nein, das ist nicht. Oh Gott. Ist das fies. Okay, okay, das schaffen wir. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Ha! Ja! Sehr schön. Was haben wir da? Ist da ein Versteck? Da ist ein Versteck. A Secret. Aber nicht das von Monkey Island, sondern ein anderes. Was haben wir noch? Da haben wir noch ein paar. Ah! Gegner! Da! Ah, mit dem Blumenstrauß hier. Ah, das sind ja auch dornige Rosen. Also, den können wir nicht aufnehmen, weil wir haben noch volles Leben. Sehr schön. Das ist dann das neue Lebensdingens. So, mal sehen, ob wir hier irgendwie wieder... Ah, okay, wir werden durch den Busch geschlagen. Sehr nett. Ich sehe nichts. Ah, da ist er. Aufs Maul. So, sehr schön. Und hier über die Blanke. Oh Gott, wie ich sowas liebe. Ah! Okay, okay, krieg ich hin, krieg ich hin. Oh Gott. Kleine Sprünge sind ganz schön gemein. Echt mal. Okay. Ja! Sehr schön. Ah, hier brauchen wir einen Schlüssel. Das ist natürlich... Oh, oh Mann. Okay. Gut. Wow, okay. Okay. Das ist jetzt wieder relativ einfach. Kriege ich hin? Kriege ich hin? Kriege ich hin? Okay, es wird enger. Das ist... Okay. Und die Sprünge müssten auch machbar sein. Okay, dann gehe ich einfach hier vorne rüber. Und da... Okay. Sehr schön. Da, aufs Maul und nochmal. Danke. So. Nach oben. Ist ja auch schön gemacht, so ein Weg durch den Tunnel, durch den Berg durch. Ist eine nette Idee. Da, so, sehr schön. Kein Schlüssel, sondern Hebel. Das ist jetzt wieder okay. Was war. Ah! Das ist. Disco Night! Disco Night! Stay in the night! Stay in the night! Ah! Was? Wir brennen! Au, 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 au! Wir haben Disco-Feuer gefahren. Ach du meine Güte, das ist Levelende. Ja, und wo ist der Schlüssel? Der muss doch hier irgendwo auch noch liegen. Die Musik ist auf jeden Fall cool. Hat was. Und die Farben hier. Oh Mann. So, wir fahren nochmal runter. Danke. Ah, schaltet sich auch wieder aus. Das ist sehr schön. Denn ich will jetzt diesen Schlüssel finden. Wenn, dann will ich das hier, wenn es schon so eine kurze Map ist, dann will ich die auch 100% durchkriegen. Das ärgert mich jetzt, dass ich den Schlüssel nicht gefunden habe. Habe ich ihn gefunden? Nein, ich habe ihn nicht gefunden. Sonst würde er mir angezeigt werden. Oh. Ah! Na toll, na toll. Ja, das war unser Leben. Da hilft auch kein im Wasserlanden mehr. Jetzt wird es schwieriger, wieder zurückzukommen, als hochzukommen. Na toll. Ah! Nein! Ah, nein! Das ist doch ärgerlich! Patsch! Da war er, Matsch! Na toll. Ah, jetzt dürfen wir gleich alles nochmal von vorne anfangen. Aber ich will diesen Schlüssel. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich diesen Schlüssel jetzt haben will.
ja, das ist jetzt nicht so schwierig. Okay. Da fehlt uns ein Schlüssel. Der muss hier irgendwo sein. Also wieder zurück. Runterspringen hilft auch nicht, dann sind wir tot. Sonst hätte ich gesagt, lassen wir uns nochmal ins Wasser fallen und fangen lieber ganz von vorne an. Aber nein. Ah, das war knapp. Okay, der muss hier drinnen sein. Ich sag, er ist hier irgendwo drinnen. Da ist doch noch ein Fass. Kann man das nicht? Da war er drinne. Ach, wie gemein. Wie gemein. Ah, fies. Fies, fies, fies. Aber irgendwie cool. Okay, die Idee war gut. So, dass man wirklich bestimmt schlagen muss, damit er auch aufgeht. Das ist ja, oh Mann. Ein guter Trick. Okay, das schaffen wir auch. Wieder so nah vom Ziel. Gebe ich jetzt nicht auf. Nein, ich hasse es. Wasser. Na, oh, Glück gehabt. Das war nämlich unser letztes Leben. So, jetzt können wir hier wenigstens nochmal... Er springt durchs Wasser. Yay, das ist wie auf dem Wasser laufen. Haha. Ja, wo ist denn jetzt hier... hallo? Einmal rundherum. Naja, wir haben Zeit. Schauen wir uns den Sternenhimmel ein bisschen an. Der sieht ja in dieser Grafik von dem Game Globe auch immer sehr, sehr schön aus. Noch hier das Setting dieser kleinen Insel. Die unten richtig Zacken hat, hoch. Sehr cool aus. Okay. Ob es automatisch ist? Ich weiß es nicht. Na gut. Auf ein neues. So, und nochmal. Und rüber und hoch und diese blöden spitzen Stachel, die jetzt auch nicht unbedingt... Ah! Okay, das war knapp. Und jetzt das Schnelle. Das kommen wir hin. Und Doppelsprung. Yay. So, über die Brücke, die ich am besten nicht berühre, weil vielleicht ist da irgendwo eine Falle drin. Ah. Das kann ich zu dem Spiel sagen. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Mapping. Das ist, im Endeffekt ist es ein einfaches Spielprinzip. Ach, verdammt. Es ist so ärgerlich. Immer die letzte Stufe. Ich hasse es. Diesmal springen wir in die andere Richtung. Ja, das ist immer schneller. Ja, was kann ich dazu sagen? Es ist ein hübsches Mapping dafür, dass es eben so ein Turm ist halt. Ist nichts unbedingt Schwieriges und nichts Besonderes, aber es ist einfach mal schön, sowas zu spielen. Muss ich ehrlich sagen. Das ist, ja, gibt's doch irgendwie nicht so oft in guter Ausführung, als es gibt viele schlechte Jump-Quest-Dinger. Und das hier ist tatsächlich eins der besseren. Ja. Mapping gefällt mir. Ideen sind auch nicht schlecht hier. Ein bisschen... Der Schwierigkeitsgrad hier, das ist, ich weiß nicht, warum da... Nein, ich, oh. Ich sag nichts mehr. So, was habt ihr jetzt davon? Also, nochmal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wegen diesem blöden Schlüssel, wir waren doch schon oben. Das ist so ärgerlich. Wenn's nicht so traurig wäre. Was, was? Da ist irgendwas schiefgegangen, oder? War das vorhin auch? Ist die Kamera für uns sogar reinging? Naja, gut. Egal. Und mit einem Salto auf die Brücke, damit sie durchbricht. So. Und hoch. Jetzt weiß ich natürlich die Punktzahl nicht, die wir gerade eben hatten. Die müssen wir jetzt ja mindestens toppen. Hopp und hopp und hopp und runterfallen. Das kann ich gut. Aber wieso sterben wir da? Ich verstehe es nicht. Na gut. Da ist irgendwie eine Todeszone drin oder sowas. Die fehlt dann da vorne. Kann es sein? Ich weiß es nicht. Ja, und... Ja. Okay, sehr schön. So, jetzt hier rein. Und... Schlagen wir uns mal durch. Und ihm die Zähne ein. Hallo! Na du? Hi! Na, hier, Blumen für dich. So, sehr schön. Ich glaube, die... Punktzahl dürfte dieselbe oder eine höhere sein. Ich bin mir nicht sicher. Weil wir jetzt mehr auf einmal. Egal. Wo ist er? Da ist er. Hallo. Komm her. Und zack. Und nochmal. Danke.
So. Sehr schön, sehr schön. Und nochmal. Ah, okay. Gut, das wäre geschafft. Schlüsselhammer. Und aufschließen. Es geht rein. Ah, okay. Wow, 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 wow. Okay, wir sind jetzt in dem Berg. Und finden hier nochmal... Oh, extra schöne, schöne, schöne Sache. Okay. Wow, okay, schön. Das finden bestimmt viele nicht, muss ich sagen. Also, das ist sowas, das haben viele bestimmt dann nicht gefunden. Würde mich mal interessieren, ob wir vielleicht sogar noch einen Platz auf die Highscore schaffen. Da das Spiel anscheinend... Ich weiß jetzt gar nicht, ob es relativ neu ist. Ich habe es jetzt zuvor noch nicht gesehen. Also für mich ist es neu. Aber das hat nicht viel zu sagen. So. Und den da noch. Und den da. Und die beiden. Und ja. Und jetzt haben wir da nochmal ein Skelett, den wir voll auf die Ömer hauen mit unseren super roten Rosen, die auch gar nicht davon in Mitleidenschaft gezogen werden. Ganz toll. So Rosen wünsche ich mir auch mal, mit denen man einfach jemanden verhauen kann und dann trotzdem sind die noch wunderschön. Eiserne Rosen. Strauß. Ah, du fällst mir nicht runter, ich will deine Punkte. Genau. Und Disco! Yay, yay, yay. So, und weil wir es können, laufen wir nochmal drum rum. Hier nicht irgendwas gibt, was noch versteckt ist. Nee, sieht nicht so aus. Okay, aber schön auf jeden Fall. Das war's dann wieder mit Dan Dragon. Wir laufen jetzt gleich noch ins Ziel und ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ja, da ist ein schöner Mond oben drauf. Cool. Yay, Kreisrennen. Disco-Fieber. Wuhu. Naja, egal. Ja, von mir aus Tüdelü und ihr seht wieder unten in der Beschreibung die anderen Spiele, die ich noch, also die Bewertung und auch, ja, wie immer den Link zum Spiel. Und ich freue mich auch, wenn ihr eigene Spiele oder so an mich schickt, wenn ihr sie gut findet oder wenn ihr ein gutes gefunden habt, dann werde ich das auf jeden Fall mal ansehen, weil es ist meistens ziemlich schwierig, ein gutes Spiel zu finden. Das hier war auf jeden Fall eins der guten und, ja, von daher Tüdelü, euer Dan Dragon.